gebe dir mal einen Ratschlag. Wenn du verhaftet wirst und du gefragt wirst, ob du homosexuell bist, sagst du bitte nein. Ich bin ganz Ohr, Kollege Tede. Was ist der Plan? Sagen wir einmal, ich habe da jemanden. Und wer genau ist es? Wir wissen viel zu wenig über Otto Blankenstein. Otto Blankenstein wurde im Grunde der Kronzeuge für die Frankfurter Prozesse. Der junge Mann hat bisher schon viel Unheil angerichtet. Und es ist vorauszusehen, dass er von diesem Wege nicht abgehen wird. Ein Schulenhistoriker muss man sowas nicht fragen. Der kennt sich aus und weiß, dass die Frankfurter Prozesse ein Fanal bildeten für die Neuauflage einer Verfolgungsperiode. Und deswegen dürfen sie nicht in Vergessenheit geraten, wie so manches andere auch.